Naja, ich glaube, für alle Köln-Fans interessiert natürlich, wie dein Spitzname ist. Also in meinem Freundeskreis, frag mich jetzt nicht wieso, werde ich Douglas genannt. Aber ich weiß, dass in der Mannschaft meistens die Leute Packer sagen. Ist immer einfacher für einen Trainer, lauter zu schreien. Deswegen ist es Packer am Ende. Werden wir uns merken. Dann erzähl doch mal, wer ist denn dein Celebrity Crush? Hast du einen? Boah. Nö. Also wüsste ich jetzt wirklich nicht. Lass mir gleich noch eine Frage, glaube ich, stellen. Dann frage ich mal was ganz anderes. Auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen? Bist du ordentlich oder komplett unordentlich? Schon eher ordentlich, würde ich sagen. Ich würde schon so mir jetzt mal eine 8 geben, ordentlich. Eine 8 ist schon, ja, doch. Welche drei Apps benutzt du denn am öftesten? Also erstmal iTunes. Ich höre fast den ganzen Tag Musik. Ich muss leider sagen, Instagram zu häufig und WhatsApp. Ich bin viel am Handy, muss ich sagen. Warte mal, bevor wir hier einen Platten kriegen, schneide ich mich mal an. Wer war denn so dein verrücktester Mitspieler in deiner Karriere? Und wenn dir einfällt, wer, warum genau der? Verrückteste? Also ich würde jetzt fast mal in der Mannschaft bleiben. Ich würde eigentlich schon... Kili würde ich ganz gerne mitzählen. Du wirst ihn bestimmt noch kennenlernen. Hat sich schon angedeutet in den ersten Tagen. Hat sich angedeutet. Ja. Ja, mit dem kannst du auf alle Fälle Spaß haben. Er kann auch sehr nerven, aber ja, ist immer für eine Stimmung machen ist er sehr gut. Wer war denn bisher dein bester Gegenspieler? Erst neulich, gestern im Training, Benno Schmitz, Rechtsverteidiger beim FC Köln. Wir haben nicht mal gegeneinander gespielt wahrscheinlich, ne? Nee, ich würde sagen, Länderspiel gegen England. Da war es Sterling und Sancho abwechselnd, hinterlaufen von Trent Arnold. Also ich kann dir sagen, das war eine Einbahnstraße, aber Tempo, in die falsche, ne? Richtung auf jeden Fall. Was hast du als Kind am liebsten gegessen? Boah, am liebsten, ne? Ich würde fast wahrscheinlich Wiener Schnitzel mit Pommes sagen. Der Klassiker. Klassiker, wenn man da irgendwo gegen Bayern kommt, dann München, da können die das auch ganz gut zubereiten. Deswegen würde ich mit dem mal mitgehen. Wovor hast du am meisten Angst? Boah, gute Frage. Ich glaube mittlerweile, je öfter ich fliege vom Fliegen, boah, frag mich nicht wieso, ich bin als Kind sehr, sehr gerne geflogen. Ich fühl es wirklich mit dir. Es wird jedes Mal gefühlt schlechter, genau. Sobald... Ich bin auch neben schlechten Fliegern gesessen, jetzt halt in der Mannschaft, die auch immer Flugangst haben und seitdem gefühlt fliege ich auch immer also unlieber. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass es umgekehrt wird, aber... Ja, es wird bei mir auch, wird bei mir auch eher mehr wie weniger. Hallo Lisi. Dein erster Kuss, wo war der? Boah, mein erster Kuss, wo war der? Muss wirklich überlegen. Ich muss sagen, tendenziell ernst wurde es erst mit meiner Frau und mit der bin ich auch schon jetzt fast 10 Jahre zusammen. Ja, deswegen recht viel mehr gab es auch nicht. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? In meinem Kühlschrank? Eine kalte Milch, weil ich, weil ich gerne Kellogg's esse. Ansonsten... Boah, sage ich fast schon Zott Monte. Ja? Ganz verrückt. Sowas isst du noch? Ja, sowas esse ich noch, ja. Jetzt mit den Kindern zusammen. Schmeckt immer noch gut, muss ich sagen. Sofort. Ich glaube, es ist gut gefahren, Sepp. Das ist die Ausgang. Das können wir jeden Tag machen. So. Vielen Dank. So. Hat Spaß gemacht. Angekommen. Dann sehen wir uns morgen wieder, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort. Zur selben Zeit.